Wir haben heute das Thema Saul und David Typologie. Ich weiß nicht, wer von euch schon gehört hat, was eine Typologie ist. Die Leute, die hier in den Glaubensbibelkurs teilgenommen haben, die wissen das, weil ich es oft erklärt habe. Typologie. Und zwar kommt das von dem griechischen Wort Typos. Und dazu gibt es einen Antitypus. Und ein Typus ist, wenn man eine Form macht, zum Beispiel so schnitzt, dann hat man den, und wenn man da etwas eingießt, dann hat man dann den Antitypus. Ne? Und das wird in der christlichen Theologie verwendet, um deutlich zu machen, dass es im Alten Testament Personen gibt, Geschichten gibt, die typologisch schon etwas abbilden, was im Neuen Testament dann in Jesus Christus als Gegenstück vorhanden ist. Der Hebräerbrief, der verwendet noch ein anderes Bild, der sagt, die Dinge, die im Alten Testament geschrieben sind, die sind die Schattenbilder, also wenn ich jetzt hier das könnte. Hey, wieso sind hier keine Baum? Da könnte ich ein Schattenbild machen, zum Beispiel einen Vogel, aber was ihr dann da seht, ist ja nicht das Eigentliche, ne? Sondern ihr seht ja nur das Schattenbild und nicht das eigentliche Wesen. Und das, so macht das der Hebräerbrief. Und wir wollen uns heute angucken, Saul und David, die Saul und David-Geschichten haben mich immer am meisten begeistert als Kind, wenn ich Comic-Bibel gelesen habe, was das war gleich auf mit Asterix. Comic-Bibel. Dann haben die natürlich mich am meisten begeistert. Mit 8, 9 Jahren sind Heldengeschichten ja bei den Kindern ganz groß, ne, haben das gelesen. Und da habe ich natürlich nicht geahnt, was für eine tiefe Sinnwirklichkeit in diesen Geschichten drinsteckt. Und da will ich heute mit euch nachspüren gehen. Und zwar lesen wir mal ein Stück aus 1. Samuel 13, Vers 13 bis 14. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel, für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du deinen Geist sendest, damit wir dein Wort verstehen und es ein lebendiges Wort für uns wird. Nicht nur ein aufgeschriebener toter Buchstabe. Amen. Amen. Ja, was wird hier am deutlichsten ausgesagt von Gott durch den Propheten Samuel über Saul? Dass er Gottes Gebot nicht gehalten hat. Abgesehen mal davon, dass es ja keinen einzigen Menschen gibt, der Gottes Gebot alle hält, vielleicht mal die Frage an euch, welche sehr prominente biblische Gestalt fällt euch ein, die Gottes klares Gebot nicht gehalten hat, woraus dann folgt, dass Gott diese Person in gewisser Hinsicht verwirft. Adam. Also man muss jetzt keine große Bibelkenntnis haben, um das zu assoziieren zu können. Das werde ich immer wieder mal sagen, man muss nicht Theologie studiert haben, um diese Dinge in der Bibel lesen zu können. Sondern man muss nur die Bibel lesen. Mit dem schlichten Gebet, dass Gott einem auf Dinge hinweist. Ganz genau. Saul ist ein Sinnbild für Adam. Wir können mal lesen 1. Mose 3. Wir lesen das für euch mal 1. Mose 3, 17 bis 19 und 23.
Und zu Mann sprach er, weil du gehorcht hast, der Stimme deines Weibes, und gegessen von dem Baum, von dem ich rede, wo ich sprach. Du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker in deinem Feld. Mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren, dein Leben lang. Dort, ohne du dies kannst, soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Speisen deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wählst. Davon du gekommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde brauchte von dem, der gekommen war, genommen war. Genau. Jetzt möchte ich eine Vorbemerkung machen. Ich weiß ja nicht, wie ihr so im Einzelnen, wie ihr so tickt. Viele sagen natürlich, das ist ja heute völlig unbrauchbar, diese Geschichte, weil wir ein ganz anderes Weltbild haben, weil wir gar nicht mehr davon ausgehen, dass Gott die Welt da so geschaffen hat, wie das da steht, und dann Adam und Eva und so. Und das ist für viele Menschen ist das eine totale Sperre, sich überhaupt da weiter mit zu beschäftigen. Ne? Und dann sage ich immer zwei Dinge vorneweg. Wer jetzt das so empfindet und sagt, das ist mir eine Sperre, ich kann da gar nicht dem folgen, weil das ist ja absurd, aber so denken wir ja heute nicht, dann sage ich, dann geht doch jetzt einfach mal mit auf einer Ebene, dass ihr sagt, wir nehmen das mal als eine sinnbildliche Geschichte. Also ich persönlich glaube diese Geschichte, aber ich möchte sagen, wer jetzt sagt, nee, das kann ich nicht mehr, kann ich nicht nachvollziehen, dann sagt doch mal, jetzt wird hier einfach mal eine Geschichte erzählt, die etwas verdeutlichen soll. Dann sage ich euch, wenn ihr so die Bibel jetzt erst einmal anfangen zu lesen und zu überlegen, was wird denn da eigentlich zu den wesentlichen Lebensfragen, die uns bewegen, gesagt in dieser Bibel, in diesen Worten, in diesen Geschichten, da werdet ihr merken, dass diese biblischen Geschichten 100-mal mehr wesentliche und wahre Dinge über unser Leben sagen, als alle Biologie-Lehrbücher. Da steht nämlich ganz vieles drin, aber das, was mich wirklich interessiert, steht da nicht drin. Zum Beispiel, warum ich Trauer empfinde, wenn mein Kind stirbt. Das wird dann nicht beantwortet in diesen Büchern. Oder es wird gesagt, das ist alles nur eine chemische Reaktion in deinem Kopf. Dann kann man sagen, okay, damit bin ich zufrieden. Aber das erklärt nicht eine Lebensfrage, die wir haben. Warum wir uns freuen, warum wir nach Sinn streben, warum wir Leid empfinden, warum es uns stört, dass Krankheit und Tod in dieser Welt, das wird alles nicht beantwortet. Jedenfalls nicht befriedigend, sondern ich sage, das ist ein Lebenskonzept. Aber die Bibel beantwortet diese Fragen. Und wenn jetzt jemand sagt, ich kann das aber erstmal alles gar nicht annehmen, weil das unserem vermeintlichen wissenschaftlichen Weltbild widerspricht, dann nimm es erst einmal als Sinnbildgeschichte und überlege, ob da so viel Wahrheit drin steht, dann wird auch Gottes Geist dich mal noch an andere Wörter führen. Aber das will ich mal vorweg sagen. Also in dieser Geschichte wird gesagt, dass der Mensch eigentlich dazu geschaffen ist, ein Herr zu sein über die Schöpfung, die Gott ihm anvertraut. Das ist eigentlich seine Bestimmung gewesen. Ne? Herrscht über die Fische, über die Vögel, über alles, bebaut und bewahrt. Das ist der Schöpfungsauftrag Gottes. Und wir sehen dann, wie die Bibel berichtet, dass der Mensch in eine Opposition gegen Gott hineinkommt und sagt, er will selber Gott sein, selber alles entscheiden, was gut und richtig ist. Und jetzt hat er immer noch dieses in sich, dass er bestimmt ist, eigentlich König zu sein, aber er hat jede Fähigkeit verloren, diese Herrschaft sinnvoll auszuführen, und deswegen haben wir hunderttausende Erfindungen und die helfen uns am Ende nicht wirklich. Wir werden jetzt zum Beispiel eingeschworen wieder sehr auf, dass wir der Naturwissenschaft vertrauen, die alles regelt. Angeblich, ne? Gleichzeitig wissen wir, wird gesagt, dass alle Probleme, die wir haben, daher kommen, dass die Menschen falsch gehandelt haben, ne? Klimawandel und so. Also was wird uns da eigentlich erzählt? Da wird uns gesagt, die Menschheit hat alles kaputt gemacht und gleichzeitig wird uns auch gesagt, aber die Menschheit wird alles heil machen. Das ist doch total bescheuert. Das ist doch ziemlich offensichtlich, dass die Menschheit zwar Fähigkeiten hat, von Gott anvertraut, unglaubliche Dinge hervorzubringen und dass sie trotzdem in dem Fluch ist, in all diesem Tun irgendwie Zerstörung anzurichten. Das kann man doch sehen. Und die Idee zu haben, dass die Menschheit sich aus diesem Teufelskreis irgendwie selber heraus erlöst, ist einigermaßen absurd in meinen Augen. So, jetzt sagt also die Bibel, beantwortet schon einmal diese Frage, das, die wir haben, nämlich warum
will der Mensch eigentlich immer herrschen und etwas erreichen und höher kommen und schafft das aber nicht. Weil er das tut als ein Mensch, der in Opposition gegen seinen Schöpfer selber Gott sein will und der von Gott deswegen aus dem Paradies, und das heißt aus der Gemeinschaft mit Gott hinausgestoßen ist und sagt, du wirst jetzt ein Knecht sein. Du wirst jetzt den Acker bauen mit dem Schweiß deines Angesichts und dann wirst du dich dein Leben lang plagen, bis du wieder zur Erde bist. Und das ist jetzt verhängt über Adam und damit ist er, der eigentlich als König eingesetzt war, über diese Schöpfung zu einem Knecht geworden, ne, verworfen. Und wir haben hier in der Geschichte von Saul und David genau dasselbe, da wird ein Mann genommen, der wird zum König gemacht, damit er über Israel König ist und dann gehorcht er aber ganz schlicht nicht dem, was Gott sagt, sondern macht seine eigenen Sachen. Und sehr interessant die Parallele zwischen Saul und Adam, weil Saul ist es nämlich so, dass er Gottes Befehle nicht ausführt, weil er sagt, oh, ich habe mich gefürchtet vor dem Volk, das Volk hat eine andere Meinung. Das ist überhaupt auch ein super König, ne? Der sagt, das Volk wollte anders. Ja, und bei Adam ist es so, der sagt, ja, ich wusste schon, aber meine Frau hat anders entschieden. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Es ist definitiv kein frauenfeindlicher Text, weil nämlich in diesem Bibeltext, wenn man das ganz genau liest, dann liest man, dass Gott Adam zuerst gemacht hat. Und dem hat er gesagt, du sollst jetzt nicht essen von diesem einen Baum, ich setze dir eine Grenze. Und dann schafft er erst die Frau. Ne? Und dann hört die Frau das Gebot von Gott aus dem Munde ihres Mannes. Und dann greift der Teufel sie an und macht der Opposition und sagt, hat Gott das wirklich gesagt? Dann überlege ich doch mal. Und dann übertritt sie zuerst. Ne? Und Adam ist dann so ein wichtiger Idiot irgendwie, dass er nicht sagt, ja, pass auf, du hast es jetzt falsch gemacht, oder ich mache ja nicht mit, ich habe es ja gehört, was Gott gesagt hat, sondern er ist dann irgendwie so, steigt da nach der Freunde. So. Und vielleicht ist das auch schon eine interessante Antwort auf meine Lebensfrage. So, jetzt hier gehen wir einen Schritt weiter. Wir gucken uns Römer 5, Vers 12 bis 15. Denn Paulus verwendet jetzt diese Geschichte. Ein ganz tiefsinniger Text im Neuen Testament. Gott ist der Tod und der dringt durch zu allen Menschen.
heißt das in ganz logischer Konsequenz, dass auch ein kleines Kind nicht sündlos ist. Weil das ist ja immer so unsere humanistische Idee. Die Kinder sind süß und die haben noch nichts Böses gemacht und deswegen sind sie ja nicht erlösungsbedürftig. Das sagt eure Bibel nicht. Weil die Bibel nicht sagt, dass Sünde nur eine moralische Tat ist. Oh, ich habe etwas gestohlen oder ich habe gesagt, du Arschloch. Sondern Sünde ist eine Wirklichkeit, unter der alle Menschen einfach geknechtet sind. Und das wird ihnen schon mit der Geburt mitgeliefert. Sind sie eben schon ausgesetzt? Und jetzt macht Paulus hier folgende Ableitung. Er sagt, er nimmt jetzt dieses Bild und sagt, von Adam her sind alle Menschen Sünder und stehen unter einem Verdammungsurteil. Also Gott hat das über diese Welt gesprochen. Er hat gesagt, ihr werdet sterben müssen, ihr werdet wieder zur Erde werden. Sind den Todpreis gegeben. Alle Menschen, ausnahmslos gilt das. Und Paulus sagt, als das Gesetz Gottes noch nicht gegeben war, das ist ja erst am Berg Sinai offenbart worden, gab es noch nicht die 10 Gebote. Ne? Trotzdem sind alle Menschen schon gestorben. Jeder Mensch konnte schon merken, dass etwas nicht stimmt in diesem Leben, weil jeder Mensch will leben. Es gibt keinen Menschen, der sagt, ja, es ist gut zu sterben. Sondern die Sehnsucht des Menschen geht ja nach Leben und möglichst nach ewigem Leben. So, und dann geht es einen Schritt weiter jetzt. Ich hatte schon deutlich gemacht, ihr habt das ja auch gehört aus dem Text, Adam und daneben stellt Paulus Christus. Und dann lesen wir mal, was in Philipper 2, Vers 9 bis 11 über Jesus Christus gesagt wird. Ich muss wahrscheinlich das nochmal korrigieren. Und zwar lesen wir ab Vers 8. Ja, ich halte in der Tat alles für Schaden. Nee, Philipper 2. Bitte? Philipper 2. Ja, die Christus ist sich selbst gebaut, ja? Ja. War gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allem ist. Dass in dem Namen Jesu sich freuen sollen aller derer Knie, Knie und der Erde und Kinder der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Genau, jetzt frage ich euch mal, was ist in eurer Sicht wahrscheinlich das Hauptstichwort, um das es mir hier geht? Im Unterschied zu Adam? Im Unterschied zu Saul? Wird was hier über Jesus Christus gesagt? Er war gehorsam. Das ist das Entscheidende, was hier gesagt ist. Also wir sind ja ausgegangen von Saul, ne, haben festgestellt, er war nicht gehorsam und deswegen wird er verworfen. Wir haben gesehen, es ist ein Sinnbild für Adam, der war auch nicht gehorsam, verworfen. Und wir lesen jetzt, Jesus Christus war gehorsam, und zwar sogar bis in den Tod hinein. Und was ist die Folge davon? Ja, nicht nur ewiges Leben. Er hat ihn erhöht über alle. Er wird über alle erhöht, jawohl, und? Alle Knie werden sich beugen. Alle werden sich beugen. So, und deswegen ist David ein Sinnbild für Jesus Christus, dem von Gott die Herrschaft übergeben ist. Denn David, von dem sagt Gott, der ist ein Mann nach meinem Herzen, und der wird jetzt König. Und zwar anstelle des anderen, der verworfen ist. Und wenn wir die Gedanken des Paulus im Römerbrief lesen, wo er sagt, von Adam her sind alle Menschen verworfen sind unter dem Todesurteil, dann können wir gleich noch ein kleines weiteres Stück im Römerbrief lesen, dann sehen wir, dass Paulus dagegen stellt Christus, dass das Gegenbild. Und wir finden das abgebildet in der alttestamentlichen Geschichte von Saul und David. Und da gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter.
Und zwar lesen wir jetzt auch den Vers, erstmal in anderer Reihenfolge, Römer 5 lesen wir jetzt erstmal, 18 und 19. Gerechtigkeit, die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Denn gleich wie durch eines Menschen Ungehorsam viele Sünder geworden sind, also auch durch eines Gehorsam werden viele gerecht. Zusammendenken, was hier eigentlich geschieht. Johannes 1, 12 und 13. Die vielen aber aufnahmen, denen Gott ermacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Gefühl, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Alle, die ihn aufnahmen, von wem ist die Rede? Von Jesus ist die Rede. So, wir haben gesagt, Jesus ist das Gegenbild zu Adam. Sinnbildlich dargestellt in der Geschichte Sauer David. Paulus sagt, von Adam her sind alle Menschen Sünder. Von Christus her werden sie gerecht. Und Johannes spricht hier noch tiefer von neuer Geburt. Ne? Wie viele ihn aufnahmen, Jesus, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also geht es doch um Folgendes, dass nämlich von Jesus Christus her über Menschen, die eigentlich wie Adam sind, wenn sie Jesus aufnehmen, diese Menschen neu geboren werden und nicht mehr unter dem Fluch stehen, sondern jetzt unter dem Segen. Das heißt das doch. Und dann möchte ich euch nochmal auf etwas hinweisen, Römer 5, schaut nochmal rein. Da gibt es nämlich ein Missverständnis und eine falsche Bibelauslegung, die wir jetzt mal immer handstreich korrigieren. Guck mal in den Vers 18. Da sagt Paulus, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. So ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen. Und da sagen viele, die so die Allversöhnungsidee haben, am Ende werden alle gerettet. Ja, hier steht ja bei Paulus, dass für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen ist, durch Jesus. Ne? Durch Adam alle Sünder gewesen, verflucht, durch Christus werden sie alle heil. Aber das steht hier gar nicht, wenn man das im Gesamtkontext der Bibel liest, deswegen habe ich euch das mit den Pfeilen hier mal versucht deutlich zu machen. Paulus sagt natürlich, von Christus her ist für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen. Das stimmt. Aber für welche Menschen gilt denn das? Die Glauben. Und warum können wir denn in der Logik des Paulus in Römer 5 das sehen, dass es denen wirksam wird, die glauben? Das können wir bei Paulus in Römer 5 daran sehen, dass er sagt, so wie von Adam stammen die ab, ne? Alle von Adam geboren, alle in der Verdammnis sind, muss man ja logisch jetzt sagen, wenn Christus das Gegenbild ist,
nicht einfach alle Menschen, sondern alle, die von Christus her stammen. So, und das heißt, wenn keine neue Geburt da ist, weil man Jesus Christus gar nicht aufgenommen hat, dann stammt man auch nicht von ihm. Dann ist man Fleisch und Blut und dann ist man eben nicht ein geistlicher neuer Mensch, weil der wird geistlich neu geboren, indem man Jesus Christus aufnimmt. So, und das heißt, Paulus sagt, für alle Menschen ist die Rechtfertigung gekommen, ja, die steht im Raum. Nur, wenn jemand sagt, ich will aber den König gar nicht anerkennen, Jesus, dann nützt es auch nichts. Und wir werden jetzt, sagt ihr, dieses Bild hier, das ist jetzt das Programm eigentlich, was im Hintergrund steht, wenn wir uns diese Saul-David-Geschichten angucken mit der Typologie, ist das immer dieses Grundmuster. Hier ist Auflehnung gegen Gott und deswegen der verworfene König. Und hier ist der Mann nach dem Herzen Gottes, den Gott mit dem Königtum beauftragt und von dem her alles anders wird. Und wer die Saul-David-Geschichten so ein bisschen kennt, der weiß ja, dass mit David auch tatsächlich für Israel alles anders geworden ist. Ne? Unter der Herrschaft dieses Königs, da konnten sie auf einmal siegreich sein und konnten ihre Feinde überwinden und konnten ihr Reich ausdehnen und absichern. Sven, da sagt ja auch gleich, ja, Jesus Christus ist ja für alle gestorben, klar. Aber in Vers 19 sagt er auch gleich, durch den Gehorsam des einen, die vielen zu gerechten. Hier sagt er ja schon, die vielen. Ja, genau, da wird es nochmal geschrieben. Genau, da steht es noch. Konkret sind sie jetzt. Genau. So, jetzt haben wir das erarbeitet. Moment. Wir hatten das jetzt erarbeitet, ne? Diese beiden. Und das vertiefen wir jetzt und schauen da mal tiefer in diese Geschichte rein. Und zwar gucken wir mal im Buch, im ersten Buch Samuel und lesen Kapitel 20, 30 bis 33 und in Kapitel 23, 14 und 15. Jetzt machen wir ganz viele Entdeckungen in den Samuel-Büchern. Da entsandte der Sohn Saul gegen Jonathan und er sagte zu ihm: Du ungehorsamer, verehrter Sohn, ich weiß wohl, dass du den Sohn Isais auserkoren hast, hier in deiner Mutter, die dich geboren hat, zu schauen. Denn solange der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst du, dass du auch dein Königtum nicht bestehen. So sende nun hin und lass ihn zu mir holen, denn er muss sterben. Jonathan antwortete seinem Vater Saul: Warum soll er sterben? Was hat er getan? Da gab Saul das Speer nach ihm, um ihn zu drohen und um ihn zu durchbohren. Da merkte Jonathan, dass bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Ein interessantes Tischgespräch hier zwischen Saul und seinem Sohn, Jonathan. Wie würdet ihr das nochmal mit eigenen Worten wiedergeben? Was ist Sauls Sichtweise? Das geht so nicht. Das geht so nicht auf Arbeit. Was sind seine Vorstellungen, die er hier ausspricht? Ja, eigentlich, dass der Sohn König werden soll. Aber er befürchtet, dass es David wird. Aha, er fürchtet um seine Dynastie. Er sagt, solange dieser David lebt, wird dein Königtum, sagt er zu seinem Sohn, nicht Bestand haben. Eigentlich fürchtet Saul um sein eigenes Königtum, ne? Aber weil sein Sohn Jonathan sich offensichtlich mit David verbündet hat, das merkt er, da sagt er, bist du eigentlich bescheuert, würde man heute sagen, und er sagt, du bist Sohn einer, du bist ehrlos gegenüber deiner Mutter, ne, die dich geboren hat. Also ich sag's jetzt mal so in Neudeutsch, bist du eigentlich bescheuert, du musst doch begreifen, solange dieser David lebt, ist dein eigener Königsfrau gefährdet. Da sagt er zu seinem Sohn, ne? Dein Königsfrau ist gefährdet.
Aber dahinter steht natürlich die Angst auch um sein eigenes Königreich. Und wir gucken noch in Kapitel 23, 14 und 15. Da ist auch das Lied und der Wüste auf den Berg festen. Und zwar blieb er ein Gebirge in der Wüste sitzt und Saul suchte ihn die ganze Zeit. Aber Gott gab ihn nicht in seine Hände. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihn nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste sitzt, in Hobeschar. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Hobeschar und stärkte sein Vertrauen auf Gott. Also wir sehen hier, dass David jetzt fliehen muss und sich versteckt hält. Das ist übrigens so ein Muster, was sich durch viele Kapitel hindurchzieht in dem Samuelbuch. Ja, habt ihr da jetzt vielleicht schon so eine Idee, was eigentlich sich in dieser Feindschaft, die Saul hat gegen David, sinnbildlich darstellt? Die Feindschaft der Welt gegenüber Gott. Man könnte sagen, die Feindschaft dieser Welt. Oder damals neben Jesus Christus, was er gekommen ist. Ja, auch eine interessante Feststellung, weil David war gesalbt worden, mitten unter seinen Brüdern steht da. Ne? Mitten unter seinen Brüdern ist er zum König gesalbt. Jesus wird getauft im Jordan, dann kommt die Taube, die Himmelsstimme. Ne? Er wird vor Gott mitten unter seinen Brüdern als der Messias ausgewiesen, aber die Oberen des Volkes glauben nicht, sondern verfolgen ihn. Mordabsicht, ist auch eine schöne Typologie, die sich hier findet. Ne? Er musste ja auch sich verbergen, weil sie verfolgen wollten. Genau, dann geht Jesus immer wieder weg. Er ist weggegangen. Geht immer wieder weg. Ja, aber ich habe noch etwas anderes jetzt für uns persönlich. Saul ist ein Sinnbild des natürlichen Menschen. Und zwar der Mensch, wie er ist eigentlich, so wie er geboren ist, Fleisch. Der Achim hat ja heute schon auch viel darüber gesprochen. Ne? Da ist der alte Mensch in uns und da ist er ein erneuerter Mensch. Und der alte Mensch, der Fleisch ist, der ist in Feindschaft gegen Gott, weil er an seiner Herrschaft festhält. Und das können wir mal lesen in Römer 8, Vers 7. Römer 8, Vers 7. Gesehen in dieser Geschichte, dieser
Sau gegen David hat, bildet sich ab dieser Streit, der in unserem Wesen ist, in unserem alten Menschen, gegen Gottes Herrschaft. Und das heißt also, wenn ich Christ bin und sage, ja, ich will zu Jesus Christus gehören, das ist eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass ich immer noch in mir auch einen alten Menschen habe und will das nicht. Sondern will selber herrschen und will selber sagen, was richtig ist und was gut ist und so weiter. Dann gucken wir im 1. Buch Samuel 23, 16 bis 18. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Obesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Sauls meines Vaters Hand wird dich nicht erreichen und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater weiß, er sehr wohl. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. David blieb in Hosherba, aber Jonathan zog wieder heim. Also interessant ist hier immer dieser Aspekt, dass Saul verworfen wird und Gott sagt, du kannst nicht mehr herrschen. Jetzt hätte Saul ja Folgendes tun können. Er hätte sagen können, ja, wahrscheinlich bin ich wirklich nicht geeignet. Und jetzt ist David schon in Erscheinung getreten, der ist von Gott gesalbt, der hat Goliath besiegt, hat Siege errungen. Und Saul hätte jetzt sagen können, okay, da ist er der bessere König, dann habe ich Platz. Das macht er aber nicht, sondern er ist in erbitterter Feindschaft bis zum letzten Atemzug, bis in den Tod hinein. Will er nicht, dass David auf den Thron kommt, sondern er hält fest an seiner eigenen Herrschaft. Das ist das Wesen des alten Menschen, der auch in uns ist. Und jetzt bildet sich aber etwas Neues ab, und zwar in dem Sohn von Saul. Was macht der nämlich? Da erkennt die Königsherrschaft von Saul an. Er erkennt sie an und sagt, ich bin der Zweite, ich bin der Knecht. Du wirst König sein und ich bin der Zweite nach dir. Immerhin ja noch eine gute Stellung. Ne? Also ich wäre ja auch lieber der Zweite in einem Königreich, was funktioniert, als der Erste in einem Königreich, was untergeht. Aber das ist nicht die Logik, die Saul denken kann. Weil er völlig gefangen ist, und zwar von Eifersucht und von Stolz. Stolz ist in der evangelischen Theologie, wird das gesagt von Anfang an, aber auch bei Augustinus schon, Stolz ist die Wurzel Sünder an der Sünde. Selber an diesem Platz sitzen wollen, wo Gott hingehört. Ne? Übrigens möchte ich jetzt mal einen Schlenk machen, um diese ganze Geschichte noch einzubetten. Wir haben ja hier die Zeit der Richter. Und in dieser Zeit gibt es überhaupt gar keinen König in Israel, sondern Gott ist derjenige, der von Zeit zu Zeit der Rettung schenkt durch die Leute, die er beruft. Und dann fängt dieses Volk auf einmal an und sagt, wir wollen aber gerne einen König haben. Und dann ist der Prophet Samuel ist dann entsetzt und sagt, wieso wollen wir jetzt einen König? Und Gott spricht mit ihm und sagt, ja, gib denen mal ruhig den Willen, die haben mich verworfen. Letztlich haben sie mich verworfen. Weil ich wollte König sein und Israel sollte ein Volk sein von Gleichen unter Gleichen. Und nicht König und Adel und so oben und unten, sondern alles freie Israeliten und Gott ist König. Und jetzt sagen die, wir wollen aber einen König haben. Und zwar sagen die, könnt ihr nachlesen, 1. Samuel 8, sagen die zwei oder dreimal, wir wollen sein wie alle Völker. Eine total wahnsinnige Aussage, weil Gott hatte das Volk ausgewählt, damit sie anders sind als alle Völker, als sein Volk, und sagen die, wir wollen aber sein wie alle Völker. Das heißt, die geben ihre Erwählung eigentlich, geben die schon preis damit, ne? Dass sie selbst sagen, ihr eigener Wunsch spricht sie schuldig, sie wollen sein wie alle Völker. Denn aus diesem gottlosen Wunsch, dann sagt Gott, okay, geben wir die mal nach
Und dann sorgt Gott dafür, dass erstmal Saul König wird. Und macht Gott eine Sinnbildgeschichte, inszeniert er, was eigentlich wirklich los ist in dieser Welt und auch in den Herzen dieses Volkes. Nämlich, sie kriegen erst einmal einen Saul, der ist ein König gegen Gott. Ist ein Gegenkönig eigentlich, ne? Aber Gott hat es zugelassen. Gottes Weisheit ist immer in der Geschichte drin. Und dann setzt man den ab und sagt, ich mache einen anderen König. Der ist nach meinem Herzen. Und jetzt kann man schön gucken, wie geht das jetzt zwischen den beiden. Der kann es nicht akzeptieren. Aber sein Sohn, das haben wir ja jetzt gelesen, der sagt, du wirst König und ich werde der Zweite sein. Und deswegen macht er einen Bund mit David. Und könnt ihr euch vorstellen, wofür Jonathan deswegen ein Sinnbild sein könnte? Für die Gemeinde. Aber für den neuen Bund, ja, die Jesus Christus anhängt. Gemeinde auch, ja, aber wenn man es persönlich hat, zuspitzt, natürlich ist er ein Sinnbild des geistlichen Menschen. Ja. Weil der geistliche Mensch sagt ja, ich erkenne an, dass Jesus König ist und ich kann es nicht sein. Weil man weiß ja, wenn man geistlich ist, dass man eigentlich ein sündiger Mensch ist und dass man es auch gar nicht vermag, das Gesetz Gottes zu halten. Und deswegen sagt man, weil ich es gar nicht vermag, kann ich gar nicht König sein und deswegen muss Jesus König sein. Und nur durch ihn werde ich das Leben haben. Und ich werde aber immerhin jetzt der Zweite sein. Im Himmelreich. Sehr schön. So. Und interessant ist aber, dass der Jonathan, der wird ja von dem Saul geboren. Ich weiß nicht, wie alt ihr im Einzelnen sagt, als ihr neu geboren wurdet, aber das ist ja in euch stattgefunden, in diesem alten Menschen, für den Saul steht, ne? Ist etwas Neues angefangen, durch Gott, eine neue Schöpfung. Dafür steht Jonathan als Figur neben Saul. So, dann lesen wir noch, um das komplett zu machen, Galater 5, Vers 17 und 6, Vers 8. Zwischen diesen beiden, bis aufs Blut. Jonathan geht dann selber zeitweise aus seinem Vaterhaus weg, weil er da in Lebensgefahr ist. Paulus sagt im Galaterbrief, das Fleisch ist gegen den Geist. Der alte Mensch, der in uns ist, setzt alles daran, das geistliche Leben zu zerstören. Und es ist deswegen eine oberflächliche Erkenntnis von Sünde, wenn man immer bei allem sagt, ja, der Teufel ficht mich an. Nee, das ist auch richtig, das stimmt auch. Aber die Wahrheit ist eben auch, dass in uns noch etwas ist, was bis in den Tod und bis aufs Blut widerstreitet dem, was Gott angefangen hat. Ganz deutlich hier in dieser Geschichte. Wir lesen mal, wie das weitergeht mit Saul und seinen Söhnen in 1. Samuel 31, 1 bis 4.
erschlagen liegen, als den Gebirge Gilgua. Und die Philister waren verfault und seinen Söhnen her und erschlugen Jonathan und Abimatab und Malchishua, die Söhne Sauls. Und der Kampf durfte heftig um Saul und die Bogenschützen fanden ihn. Wird aber schwer verwundet von den Schützen. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Zieh dein Schwert und erstich mich damit. Lass mich diese ungeschliffen kommen und mich erstechen und halten ihren Spott mit mir. Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich selbst hinein. Ja, das ist jetzt das Ende dieser Geschichte. Wir haben gesagt, das ist ein Sinnbild für den natürlichen Menschen, so wie wir sind. Ne? Also wir sind da geboren. Und ich glaube, es ist eigentlich allen Menschen hinlänglich klar, dass sie in ihrem Leben einen völlig aussichtslosen Kampf kämpfen, den sie am Ende 100% verlieren werden. Also das ist ja heute so ein Gesundheitsreligion, Hauptsache gesund, und dann macht man das mit Ernährung und mit Sport und allem und so, und die Menschen, das haben sie immer so. Und sie wissen aber genau, auch wenn sie noch so vieles aufwenden, am Ende werden sie sterben. Jetzt ist aber ja nur eins ganz merkwürdig, also dass Saul jetzt hier stirbt, das würde man ja sogar gerecht finden. Also ich weiß mal, so mit 9 Jahren habe ich gedacht, dieser alte Sack, jetzt hat er endlich gekriegt, was er verdient hat. Ich wäre ja so nicht gewesen, habe ich gedacht, da war ich halt auch erst 9. Und dann kann endlich David dran kommen. Aber eine Sache ist ja doch merkwürdig, findet ihr das nicht auch? Dass Jonathan auch stirbt. Und das habe ich als Kind tatsächlich auch nicht verstanden. Weil ich dachte, der hat auch das richtig gemacht. Warum lässt Gott ihn jetzt umkommen mit allen anderen? Das ist doch irgendwie komisch. Von der Geschichte her gedacht, müsste man sagen, eigentlich, gerade alttestamentlich gedacht, müsste man sagen, weil der doch sich so deutlich eigentlich auf David Seite stellt und dann letztlich ja Gott selbst unterordnet. Ne? Warum wird er dann? Ja, wenn er das wirklich Jesus darstellt, Jesus muss er auch stellen. Ja, Moment, David stellt Jesus dar. Ja, weil er auch fleischlich ist. Wir sind David ist ein Sinnbild für Christus, ne, den König. Wir sind mit einem Menschen, wir sind mit Christus gestorben, alle Menschen sterben. Ja, also ich würde mal sagen, dass die Auflösung liegt hier. Wir haben gesagt, Saul ist ein Sinnbild des alten Menschen. Und wir haben gesagt, Jonathan versinnbildlicht den neuen geistlichen Menschen, der sich mit Christus verbündet. Wir haben aber diese beiden im alten, in dieser Geschichte getrennten Personen ja in uns vereint. Wir sind ja doch ein Mensch. Ne? So, das heißt, der gläubige Mensch, obwohl er ein neuer Mensch ist, wird sterben. Das heißt, das neue Leben beginnt in uns, in all denen, die zu Christus gehören, ist ihnen das verheißen, aber sie müssen trotzdem leiblich sterben. Und das wird hier versinnbildlicht in dem Jonathan, der eben auch deswegen sterben wir auch mal am gleichen Tag. Genau, das ist interessant. Sterben wir nämlich exakt am gleichen Tag. Ne? Bitte? Ja, ja. Und man merkt übrigens in den Gesangbuchliedern, deswegen schätze ich die auch sehr, eine sehr nüchterne und realistische Herangehensweise an den Tod, die sogar sehr überraschend ist, weil sie nämlich den Tod zwar nicht herbeisehen, aber doch als etwas sehr Positives behält. Positiv. Positiv, in den Kirchenliedern. Werdet ihr ganz viele finden, die sagen, mit meinem leiblichen Tod enden alle Konflikte, die hier sind, die mit meinem Fleisch zu tun haben. Und dann geht der alte Adam, wird endlich von mir abfallen und auferstehen wird nur das neue Leben. Und dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Ja? Also keine Todessehnsucht in dem Sinne, wie es das in anderen Religionen gibt, als etwas Erstrebenswertes, jetzt endlich zu sterben, aber doch eine realistische Sicht, die sagt, wenn das soweit ist, dann gehe ich ins Ziel hinein. Und das ist ja nichts Schlechtes, sondern das ist etwas Gutes.
Wir gucken 2. Samuel 9, 1 bis 7 und 12 bis 13. Christen auch Unkriegen können und Krankheiten nicht geschützt sind, ist das ein Sinn?
Ja, es ist aber auch eine vielschichtige Sinnbildlichkeit. Genau, es kann versinnbildlichen, dass auch Christen nicht immer nur bei gesundem Leib sein müssen. Es gibt ja auch viele Beispiele. Wir haben zum Beispiel im Alten Testament, Achim hat das gesagt, dass Jakob hinkt an seiner Hüfte. Ne? Er hinkt, nachdem er von Gott gesegnet ist. Ist er körperlich angeschlagen. Also ich finde, das grenzt mich da total ab. Ich finde das eine totale charismatische Verirrung zu sagen, Gott will immer heilen. Ich würde sagen, Gott kann immer heilen. Ich würde deswegen auch immer für jeden Menschen, gerade der darum bittet, beten und sagen, wir sprechen es dir zu. Aber zu sagen, das ist das, was Gott will, ist eine totale Vermessenheit, die am Ende dann eine völlige Verstörung bei den Leuten hinterlässt, die die Heilung nicht empfangen. Weil das ist nämlich dann immer deren Problem. Und die Leute, die gebetet haben, sagen nicht, oh, vielleicht bin ich zu sündig, dass jetzt deine Heilung nicht kommt. Ne? Das sagen diese Prediger nicht. Die sagen nicht, oh, mit mir stimmt wahrscheinlich was nicht, weil ich habe für dich gebetet. Nein, die sagen, ja, hast du nicht genug geglaubt. Ach, das ist was. Dann kann ich überhaupt gar nicht an mich halten. Was das auslöst und was wie das vor allen Dingen auch ein geistliches Leben, was vielleicht gerade in einem Menschen angefangen hat, sofort schon auf brutale Weise zerstört wird. Da weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht an mich aufhören. Ja, jetzt habe ich noch eine andere Sinnbildlichkeit, die ist interessant, die führt jetzt ein bisschen weg von uns. Ich hatte das mit dem Mephibosheth, habe ich gedacht, das ist so für uns persönlich ein so schönes Bild, weil man empfindet sich auch vielleicht als lahm an den Füßen. Wie viele Dinge würden wir gerne erreichen und tun und merken, wir kriegen es nicht hin irgendwie. Das stimmt schon. Also der Mann ist noch das geringste Problem, Caroline. Es gibt ganz andere stimmende Dinge. Ja, also wir sind ja auch geistig gesehen lahm. Ne? So, und wir haben trotzdem das Gastrecht an den Tisch. Also sowohl körperlich als auch im übertragenen Sinne ist man oft wie gelähmt, ja. Und woher kommt dieser Lähmung nochmal als Erinnerung? Bei Mephibosheth? Durch den Kampf. Durch den Kampf gegen den Philisterkrieg. Ne? Das ist auch eine Sinnbildlichkeit, weil die Philister sind diese fremde Macht, die Israel niederdrückt. Auch ein Sinnbild für die Macht der Sünde und des Todes. Und jeder, auch gläubige Mensch, aus diesem sündhaften Menschengeschlecht wird mehr oder weniger verwundet werden in dieser Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit der Sünde und dieser Welt. Man kommt nicht ohne Schaden davon. Und manche Leute nehmen sogar Schaden in Gemeinden und werden da irgendwie verkrüppelt. Andere nehmen Schaden in ihren Familien durch eine total überzogene, übelst strenge, pietistische Erziehung vielleicht. Oder durch andere Verirrungen, alle Menschen sind fehlbar, auch Gemeinden sind fehlbar. Und viele gehen dann durchs Leben lahm an den Füßen, weil sie das einfach erlitten haben. Ne? Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass Jesus Christus sagt, du hast ein Gastrecht, ständig, dauerhaft, täglich an meiner Tafel. Das ist, und dein Erbe wird ja auch kommen. Und ein anderer muss es bestellen. Das ist, kommt nämlich in der Geschichte noch vor. Er gibt ihm die Äcker zurück und sagt, zieh mal mit deinen Söhnen, du machst mir den Acker fertig. So. Ich möchte aber noch auf was anderes kommen. Wir haben gesagt, hier ist das Volk eigentlich gottlos und wünscht sich einen König. Eigentlich. Und Gott lässt das zu, diese ganze Geschichte, und dann kommt Saul. Und ich habe beim Vorbereiten dieses Bibelkurses total gestaunt, weil ich dachte, irgendwie ist das, was wir da in der Bibel lesen, ist irgendwie so ein bisschen wie heute. Israel ist wieder in seinem Land. Die Zustände da sind aber chaotisch. Lest mal das Buch Richter. Das ist chaotisch. Ein ständiges Hin und Her von Bedrückung und wieder Befreiungsschlag und so, ne? Funktioniert nicht richtig. Und in dieser Situation sagen die, wir wollen jetzt einen König. Eigenmächtig machen sie das dann mit ihrem König. Und wisst ihr, wofür Saul deswegen auch ein Sinnbild ist? Ist auch ein Sinnbild für den Antichristen. Weil der Antichrist in der Offenbarung, der kommt kurz vor Erscheinen des wirklichen Königs. Also bevor Christus, der Messias, kommt, der es wirklich ist, kommt ein anderer, der es nicht ist. Und das ist so aufs Blut gegeneinander, dass es da keine Freundschaft oder so geben kann, sondern das endet mit der Vernichtung des Einen.
Ganz deutlich, ne? Es gibt immer Kollegen, wahrscheinlich, die würden sagen, ja, das ist so überspannte Bibelallegorie, was man da alles reinlesen kann. Das ist doch ein lächerliches Argument. Also wenn ein Text das nicht hergibt, dann kann ich das doch auch nicht lesen. Oder ich müsste dann sagen, solchen Theologen, dass ich bedanke mich herzlich, dass ihr mich für so großen, genialen Geistes haltet, dass man alles da hineinlegt, obwohl das da gar nicht steht. Das ist doch dummes Zeug. Natürlich steht das da. Und man kann das darin sehen. Wenn es da nicht wäre, könnte man es nicht sehen. Aber man kann natürlich auch die Augen zumachen und sagen, nee, das ist alles gar nicht so. Dann beraubt man der Bibel ihrer eigenen Genialität, weil ich sage, ein solches Buch kann nicht einfach zufällig entstanden sein, weil Menschen irgendwelche Schriften gesammelt haben, sondern ein solches Buch entsteht, weil Gottes Geist das inspiriert hat, sonst könnten wir das gar nicht finden. Und wir gehen jetzt noch einen weiter mit David und Salomo. Ist nämlich auch eine schöne Sache, dass die beiden die Herrschaft Jesu versinnbildlichen, nämlich David, der steht für den Aspekt, dass Jesus unsere Feinde besiegt. Das hat er getan am Kreuz auf Golgatha. Ne? Da hat er den Hölle, Tod und Teufel besiegt. Und dann ist er aber abgetreten von dieser Weltbühne erstmal, ist jetzt in den Himmel gegangen. Und dann wird er wiederkommen. Und dann kommt was in der Bibel? Die Herrlichkeit. Mit Jesu Wiederkunft? Tausendjähriges Reich. So, und Salomo, das können wir mal die ganze Salomo-Geschichte, wenn ihr die lest, der hat da keine Kämpfe so richtig. Der hat da so das Reich bekommen von seinem Vater, das ist alles geregelt, die Feinde sind besiegt, die Grenzen abgesteckt. Und was macht Salomo? Der regiert in Weisheit und in Herrlichkeit und in Pracht und alle Völker staunen und kommen dahin, weil sie das begucken wollen. Das ist Jesaja 9, Jesaja 6, die Völkerwallfahrt zum Zion, die Völker kommen alle, staunen. Also es ist nur ein Sinnbild dessen, ne? Das Königtum Salomos. Das heißt also, wir können jetzt konkreter, genauer sagen, David ist ein Typus für Christus in seinem ersten Kompon, den er schon häufig besiegt. Aber interessant ist, dass David keinen Tempel bauen wollte. Sondern da sagt Gott, nee, den Tempel sollst du nicht bauen. Sondern das macht dann später, das macht Salomo. Und Jesus hat keinen himmlischen Tempel gebaut. Also er hat einen geistlichen Tempel hinterlassen, die Gemeinde, aber er hat kein Tempelgebäude aufgerichtet. Und Salomo macht das dann aber. Und deswegen ist er ein Typus für Christus, der als König herrscht im tausendjährigen Reich. Und ich denke, dass es dort auch wieder einen Tempel geben wird. Ja, wir gucken uns nochmal so ein paar andere kleine Erstaunlichkeiten an. Die ganz großen Züge, die sind jetzt durch, aber nochmal so ein bisschen Detailbetrachtung. Zum Beispiel, was steht in 1. Samuel 16, um euch zu zeigen, das lohnt sich auch jetzt noch trotzdem weiterzulesen. Ihr denkt jetzt vielleicht, ach, das hat er jetzt aber erschöpfend behandelt. Habe ich nicht. 1. Samuel 16 ist auch noch was Interessantes zu sehen. Der Geist des Herrn, aber nicht von Saul, und ein böser Geist vom Herrn verstört ihn. Also Saul wird verworfen, ein Sinnbild des natürlichen Menschen. Und was passiert dann mit ihm? Ein böser Geist kommt und ängstigt ihn. So, das heißt, er kommt unter eine fremde Herrschaft jetzt auf einmal. Ne? Das ist ja die ganze Dimension des Dämonischen, was da so aufleuchtet. Ne? Ein böser Geist plagt ihn. Und wenn wir die Geschichte lesen, sehen wir, der ist voller Jähzorn, voller Eifersucht, paranoide Züge hat das. Und dann ist das wie so eine Spirale, ne? Die kann immer weiter umsetzen.
Und dann beruhigt ihn Davids Hafenspiel. Aber er erkennt ihn nicht an als den rechtmäßigen König. Ist dafür, was das ein Bild ist in meinen Augen? Es gibt viele Leute, die haben Probleme über Probleme. Da ist richtig die Kacke am Dampfen im Leben. Und dann gehen die ein bisschen in die Kirche und hören da mal die Orgelmusik und sagen, ach, jetzt hatte ich aber Gänsehaut oder Lobpreismusik. Und dann wird es ein bisschen besser mit ihnen, aber sie machen keinen Bund mit Jesus. Das ist hier abgebildet in der Geschichte. Da muss David immer mal kommen und Strafe spielen. Da wird es ein bisschen besser. Aber die Grundlinie von dem Leben, was Saul sich entschieden hat zu führen, das bleibt gleich. Aber ist ja noch mehr Interessantes daran, denn es steht ja hier nicht, es kam ein böser Geist oder ein Teufel oder so, sondern was steht genau hier? Von Gott gesandt. Das ist auch eine Wahrheit, die die Bibel sagt. Es gibt eine Bedrückung dieser Welt durch geistliche Mächte, durch gottfeindliche geistliche Mächte. Die ist nicht einfach nur passiert oder so, sondern das geschieht unter der ganz klaren Herrschaft Gottes und unter seinem Willen. Es ist nicht zufällig, dass Menschen beklagt werden, dass sie auch die Frucht ihrer Sünde erkennen. Letzten Endes ja ist das immer auch ein Hinweis, umzukehren und zu sagen, guck, wo es hinläuft. Aber die Menschen sind da blind, eine Entschuldigung werden sie nicht haben. Ne? Und so ist das hier bei dem Saul. Der kriegt das von Gott auferlegt, damit er irgendwie sich bekehren könnte, tut er aber nicht. Er verfestigt sich immer weiter in seiner Feindschaft gegen den wahren König. Und da gibt es eine neutestamentliche Parallele auch. Und zwar lesen wir mal 2. Thessalonicher 2, 9 bis 12, was Paulus da vom Stapel lässt. 2. Thessalonicher 2, 9 bis 12. Zukunft geschieht nach der Erweckung des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführungen zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf dass sie sie leben werden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust in der Ungerechtigkeit. Also hier sagt Paulus ganz klar, dass die Menschen, weil sie nicht Gottes Wahrheit anerkennen, obwohl man sie erkennen kann, deswegen schickt Gott ihnen kräftige Irrtümer, dass sie am Ende der Lüge glauben und das feiern. Also das ist sehr deutlich eine Parallele zu dieser Sauls-Geschichte, weil er, obwohl er die Wahrheit erkannt hat, Jonathan sagt das ja, der macht mit David einen Bund und sagt, du wirst König werden, das weiß mein Vater wohl, der wusste das ganz genau. Und hat trotzdem dagegen gestritten. Und so sagt Paulus, die Welt weiß das ganz genau. Die weiß, dass sie verstrickt ist in Ungerechtigkeiten und so weiter, aber es sind immer die anderen schuld. Es wird immer weggewiesen und es wird woanders gesucht, aber nicht bei sich selbst, dass man sich bekehrt und sagt, ich nehme Gottes Heil an. Und wo die Botschaft auf den Punkt kommt, ich hatte mit meinem Schulkollegen mal ein Gespräch, ich weiß nicht mehr genau, wie das verlaufen ist. Aber an dem Knackpunkt, wo dann deutlich war, was ich glaube, was Vergebung ist und warum man sie braucht, haben sie dann gesagt, ja, du machst es dir ja leicht. Das war dann ihre Antwort. Ist ganz genau angekommen, die Botschaft. Und sie haben es sogar verstanden, dass es nämlich leicht sein könnte, gerettet zu werden durch Christus. Dann haben sie gesagt, ja, du machst es dir leicht und sind weggegangen. Und Gottes Wort sagt, wenn man die Wahrheit wegleugnet, obwohl man sie vor Augen hat und nicht gerettet werden will, dann sendet Gott die Macht der Verführung. Und das ist ja etwas Geistliches, ne? Dass man der Lüge glaubt. Und wenn man jetzt sagt, das ist ja hier irgendwie schon sinnbildlich so abgebildet,
dann kann man auch ahnen, wo das mit unserer Gesellschaft hingeht. Wenn man sieht hier, da ist eine paranoide Abwärtsspirale, in der kommt das auch so vor in unserer Gesellschaft. Ja, da sind so viele Ideen im Raum, das ist eigentlich relativ offensichtlich, dass alles nicht helfen wird, aber anstatt, dass man das bekennt, wird das noch lauter propagiert. Bis zum völligen Zusammenbruch. Wir haben ja hier in 1. Samuel 24 und 26 etwas, was ich nur kurz erwähnen will. Ihr kennt das. Ihr wisst, dass Saul ständig David verfolgt hat, ne, mit Mordabsichten. Und David ist ausgewichen und so. Und David hatte zweimal die Chance, Saul umzubringen, hat es nicht gemacht. Und er sagt, ich taste den nicht an. Das ist eine schöne Sinnbildlichkeit in Johannes 3, Vers 17, 18. Da sagt Jesus nämlich, dass er, der Menschensohn, nicht gekommen ist, die Welt zu richten, sondern er ist gekommen, um zu retten. Also Jesus hätte allen Grund, alles Recht anzuklagen, die hohen Priester, die Pharisäer, hätte die alle mit einem Wort, hätte er sie alle beiseite stellen, vernichten können, hat er nicht getan. Er ist demütig geblieben, sanftmütig geblieben, so wie David. Immer ist die Hand ausgestreckt. Ne? Also mit jedem Mal, wo David ausweicht vor Saul, hat er ihm eigentlich die Chance geöffnet, zu sagen, komm, du bist der wahre König. Bleibt immer ausgestreckt, bis zuletzt. Deswegen ist das auch eine Sinnbildlichkeit. Und zuletzt noch 2. Samuel 2, 1 bis 4 und 5, 1 bis 5. Kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch. Schon damals, als Saul über uns König war, führtest du Israel in den Kampf und wieder heim. Dazu hat der Herr gesagt, du sollst mein Volk weiden und sollst Fürst sein über Israel. Und es kamen alle Ältesten in Israel zum König nach Hebron. Und der König David schloss mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel. 30 Jahre war David alt, als er König wurde, und regierte 40 Jahre. Zu Hebron regierte er 7 Jahre und 6 Monate über Juda, und zu Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel und Juda. Ja, was wird hier erzählt, wenn man es kurz mit eigenen Worten sagt? Ist das Volk eigentlich auch schon damit anerkannt hatte? Durch die Ziele, die er erwähnt hat? Ja. Saul hat 1000 und damit 2000, oder was?
10.000. Wir brauchen 10.000. Ja, aber nochmal, was wird in den 2. Samuel 2 berichtet? Das ist dann gut, dass ich das nicht gemacht habe. Genau, da wird erzählt, dass erst einmal in Hebron David König wird über einen kleinen Teil. Das wird da gesagt. Und in 2. Samuel 5, da kommt ganz Israel, alle Stämme und sagen, du wirst König sein, wir erkennen es jetzt an. Du warst ja früher schon eigentlich, ne? Sie beziehen sich auf früher, aber das war, als David in Juda König wurde, für sie damals nicht entscheidend zu sagen, wir erkennen dich als König an. Da haben sie einen noch übrig gebliebenen Nachkommen Sauls zum König gemacht, ne? Haben sie rumgewurschtelt. Unter einer völlig falschen Herrschaft haben sie rumgewurschtelt und nichts auf die Reihe gekriegt. Und dann, Jahre später, dann kommen sie alle und sagen, dich erkennen wir jetzt als unseren König an. So, könnt ihr, habt ihr eine Idee, was für eine Sinnbildlichkeit da drin stecken könnte? Ja, später müssen wir alle Jesus als König erleben oder erkennen. Und heute? Das ist ja momentan ein Teil. Ja, und zwar sehr konkret auf Israel gesprochen. Wenn wir Matthäus 23 lesen und Römer 11, sind schon so spät, aber lest das mal selber noch, schreibt euch mal auf. Da muss man die Texte, muss man auch gut lesen und mit nachdenken. Da werdet ihr finden, dass ein kleiner Teil aus dem Volk Israel Jesus als den König anerkennt, heute schon. Ne? Das sind die messianischen Juden. Die sagen, Jesus ist König, er ist der Messias, er ist der Gesandte Gottes. Der größte Teil des Volkes sagt, nee, wir haben andere Herren. Also das ist nicht der Messias, nicht der rechtmäßige König. Die wurschteln jetzt rum. Heilsgeschichtlich betrachtet, für die, die jetzt schon so richtig fit und im Thema sind, heilsgeschichtlich betrachtet ist ja zwischen der, ist dazwischen eingeschoben ja die Zeit der Gemeinde, ne? Und Israel ist beiseite gestellt. Das heißt, mit der Verwerfung des Messias bricht die Heilsgeschichte Israels ab. Dieses Volk wird von Gott beiseite getan. Nach den Prophetenaussagen, ihr seid ein Nichtvolk. Und dann wird Gott sich diesem Volk aber wieder zuwenden und dann steht da, und jetzt seid ihr aber doch wieder meine liebe Frau. Und wird doch wieder mein Volk sein. Und das heißt, die Unterbrechung der Zeit der Gemeinde wird dann zu Ende gehen. Und dann geht die Heilsgeschichte Gottes mit diesem Volk weiter und die wird so aussehen, dass sie dann auf einmal alle ihn zum König machen. Anerkennen. Und das steckt in dieser Geschichte sinnbildlich drin. Also jetzt ist es nur ein kleiner Teil, die messianischen Juden, später werden sie alle nachkommen, aber sie ihn dann anerkennen als König. Und dann wird er im Millennium auch dann regieren. Alle Nachkommen Abrahams. Und diese Unterscheidung geistig machen wir dann nicht mehr, weil Gott hat ganz klar gesagt, dass Abrahams Samen gesegnet sein soll. Und wenn Paulus sagt, er redet da von den Kindern des Glaubens, hat Paulus zwar recht, aber Paulus sagt auch, dass am Ende ihn alle erkennen, beziehungsweise dass ganz Israel gerettet werden wird. Und das heißt, dass in diesem Moment, was geschichtlich bis dahin nicht der Fall ist, nämlich dass die äußere Beschneidung, die Abstammung von Abraham, dass da keine innere Entsprechung ist. Das ist ja das Problem, was Paulus benennt. Er sagt, ihr seid gar nicht das Volk, weil ihr seid zwar äußerlich beschnitten, aber innerlich fehlt das. Also fällt das auseinander. Aber dann sagt Paulus, es wird am ganzen Israel gerettet werden. Und Gott selber sagt im Alten Testament, der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz aller deiner Nachkommen, sodass ihr die Gebote des Herrn Gottes erhaltet. Das heißt, schon in der prophetischen Verkündigung, wo es genau auf Messerschneide steht und wo Gott durch die Propheten Jesaja, lange vorher schon, dann Micha, dann Jeremia und Ezekiel dem Volk sagt, ihr werdet jetzt alles verlieren, Königtum, Land, alles, aufgrund der Sünde. Ne? Genau in dieser Zeit verheißt Gott erstens wiederholt und immer wieder den Messias, und er gibt immer wieder neu, er wiederholt die Landesverheißung in Verbindung mit der Herzensbeschneidung,
sodass ganz deutlich ist, dass Gott sagt, ich werde einfach, weil ich es will, an diesem Volk, den Nachkommen Abrahams, das tun, was ich verheißen habe, nachdem Jahrtausende Weltgeschichte vergangen sind, wo dieses Volk rumgekriegst hat und es nicht zustande gebracht hat, nicht? Sagt Gott, und dann werde ich mich dir zuwenden und wird dein Herz beschneiden. Genau, wir erinnern euch, Beschneidungsthema, 5. Mose 10, sagt Gott, beschneiden eure Herzen. Dann kommen die Mose-Kapitel mit den ganzen schrecklichen Flüchen, Kapitel 28, und dann sagt Gott in 5. Mose 30, der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden. Und zu wem sagt er das denn? Er sagt das durch Mose zu diesem Volk. Und deswegen ist das für mich einigermaßen biblisch klar von den großen Linien, dass dieses Volk, was jetzt beiseite getan ist, am Ende von Gott gänzlich angenommen wird, und zwar, weil er das tut und nicht, weil die irgendwie sich qualifizieren. Ich habe mich auch nicht qualifiziert. Aber wir sind doch auch Kinder Abrahams. Ja, wir sind aber nur geistlich Kinder Abrahams. Und die sind dann leiblich und geistlich Nachkommen Abrahams. Und der Gedanke dabei ist, das ist ja ein ganz wichtiges Endzeitthema, ne? Der Gedanke dabei ist ja der, ich grenze mich ja immer ab von der Reformationstheologie, die sagt, das ist alles immer nur geistlich zu verstehen. Und ich sage, alles, was Gott geredet hat, ist wörtlich aber erfüllt worden. Er hat geredet von der 430 Jahre langen Knechtschaft der Nachkommen Abrahams in Ägypten. Er hat gesagt, ich hole euch da raus. Er hat das wörtlich erfüllt. Jetzt könnte man noch so und so viele andere Sachen dazu führen, die Gott wörtlich genauso erfüllt hat. Und ein wichtiger Punkt ist die Landesverheißung, dass Gott sagt, ihr werdet das zu einem ewigen Besitz haben. Ist aber geschichtlich nie der Fall gewesen. Sie haben es nur kurz in Besitz gehabt, auch nur in Teilen, immer wieder angegriffen. Und dann verheißt Gott das aber wieder neu. Nachdem schon deutlich ist, dieses Volk kann diese Landesverheißung, weil sie an das Gesetz geknüpft worden war, am Berg Sinai, auf dieser Grundlage kann das Volk dieses Land nicht zu ewigem Besitz bekommen. Also sagt Gott, ich werde einen neuen Bund machen. Und aufgrund dieses neuen Bundes, wo ich eure Herzen beschneide und eure Sünden vergebe, aufgrund dieses neuen Bundes, wird dieses Volk dann auch das Land als einen ewigen Besitz bekommen, und zwar im wörtlichen Sinne. Und die Reformation hat immer gesagt, ja, das ist alles nur geistlich. Und ich schätze die Reformation deswegen, weil sie die geistlichen Inhalte, die für uns wichtig sind als Gemeinde, sehr klar zur Sprache gebracht hat. Aber ich schätze sie nicht an dem Punkt, wo sie sagen, tausendjähriges Reich gibt es alles nicht. Und dann erzählt Luther uns, dass Tiere in den Himmel kommen. Weil ja in Jesaja 11 davon steht, dass der Löwe und das Lamm zusammen weiden. Ja, wenn Luther mal vom tausendjährigen Reich das akzeptiert hätte, was in der Bibel in Offenbarung 21 steht, dann hätte er nicht so einen Gedanken haben müssen, dass am Ende im Himmelreich, im geistlichen Himmelreich, dann alle Tiere auferstehen. Also ich finde das einigermaßen absurd, Jesaja 11 so zu deuten. Ich finde es naheliegender zu sagen, ja, hier wird Gott das Paradies wiederherstellen. Und da sehen wir nämlich, dass mit der Landesverheißung es um viel mehr noch geht, als dass Gott zu Abraham sagt, ich gebe dir dieses Land. Sondern wenn wir uns in der Bibel anschauen, wie Gott dieses Land beschreibt, er sagt nämlich, das wird ein Land sein, wo Milch und Honig fließen. Das ist ja Paradies. Das heißt, Gott sagt zu diesem Volk, das er auserwählt hat, ich gehe mit euch einen Weg aus der Knechtschaft, sinnbildlich, ne? Wir sind alle in der Knechtschaft der Sünde, ich hole euch aus dieser Knechtschaft heraus und bringe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Damit sagt Gott, ich stelle euch das Paradies wieder her. Das soll das doch versinnbildlich. Und das heißt, im Millennium wird nicht nur etwa diese Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, in dem Land wörtlich erfüllt, sondern es wird auch eine Wiederherstellung dieser von der Sünde entstellten und korrumpierten Schöpfung sein. Und das ist ja für mich ein ganz wesentlicher Gedanke. Die Schöpfung geht jetzt vor die Hunde, ist zerstört, nicht mit hineingenommen, denn in die Schuld der Menschen. Und dann ist der Ausblick, dass Gott auch diese Schöpfung erneuern wird im tausendjährigen Reich. Das heißt, das Heil Gottes ist auch noch größer, als dass wir, das ist ja auch mal so ein bisschen heilsegoistisch, dass wir dann sagen, ja, und ich habe jetzt mein Seelenheil, ich werde selig werden. Ja, aber die Tier- und Pflanzenwelt auch. Deswegen, es ist ja auch nicht unberechtigt, wenn hier so Leute sich für den Naturschutz einsetzen, auch viele Christen. Das muss man auch gar nicht kritisch betrachten. Das Problem ist nur,
dass sie vielleicht ausblenden, dass wir das nie bei allen Bemühungen, die richtig sind, schaffen werden. Aber Jesus wird es tun. Und dann wird Gottes Schöpfung wieder da sein. Und ich sage den Konfirmanden immer, die Bibel ist auch für mich deswegen ein Wunderbuch, weil am Anfang von Gottes Paradies erzählt wird und wie das alles zerstört wird. Und am Ende der Bibel wird auch wieder vom Paradies erzählt, wie es wiederhergestellt ist. Und da kommen sogar in der Offenbarung die Bäume vor. Ne? Und dann schließt sich damit sozusagen der Kreis. Und ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, dass ein Buch zufällig entsteht über Jahrhunderte hinweg, was dann so lückenlos aufeinander aufbaut und am Ende sich zu einem solchen Kreis schließt. Das ist göttliche Inspiration, die ist ganz deutlich. Ne? So. Fängst du schon mit einem neuen Thema an? Genau, ja, das ist der, aber das mache ich jetzt nicht. Das ist die Frage, wie du diese Auferstehung dann siehst, weil ja zum Millennium nur die Märtyrer. Die Gemeinde mitkommt oder nicht? Die Gemeinde mitkommt zu herrschen, ja, und stehen dann da die Märtyrer auf, so klingt es in Offenbarung 20, am Ende stehen dann alle auf, dann ist aber das Gericht, ja, das Endgericht. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich habe da jetzt lange gemacht, ne? Aber ich habe nicht überzogen, weil ihr seid nicht ganz pünktlich gewesen. So, wir singen noch ein schönes Abendlied. Thank you.